Warnung: Die von uns gezeigten Video- und Audioaufnahmen könnten auf einige Zuschauer verstören wirken. Hier ist Horror Lost Places. Grüße gehen raus. Wir sind an einer neuen Location angekommen, Kerry. Ja. An dieser Geisterfabrik. Jawohl. Da soll einiges im Unargen sein. Kerry, was meinst du? Finden wir es raus? Ich denke ja, wir finden das raus. Ich hab schon Angst. Viele Gummireifen. Was ist das hier? Sieht aus wie ein Werkstatt. Guck mal, da unten kann man noch reingehen. Kann man von unten Autos reparieren. Oh, guck mal, da hängen Ketten. Oh, eine Decke. Und da hinten ist noch ein Raum, weiß nicht. Oh, ich muss mal Lichter machen. Da ist ja Licht. Oh, diese Ketten. Ich weiß nicht, was das ist. Zu bedeuten hier alles. Brauchen wir noch mehr Licht? Jetzt haben wir das. Ich weiß nicht, mit diesem Haus. Ich habe schon eine schlechte Aura. Oh, merke ich schon hier. Oh. Unfälle passiert. Vielleicht ist ein böser Geist hier anwesend. Ist ja schon eingestürzt alles. Ich bin schon da. Das ist aber ganz schön groß, ne? Alles einsturzgefährdet. Guck mal, da oben hängt schon. Was ist das? Ach, du heiliger Wimmern. Wie so eine ja, auch. Kugel. Überall. Die unten sind so komische Dinger. Geister Season 1. Zu mir? Vielleicht sollten wir uns erstmal vorstellen. Mein Name ist Carissa. Ich bin der Mike. Wir sind ein Team von, ich sag jetzt mal, Geisterjägern. Wir versuchen, Kontakt mit Verstorbenen aufzunehmen. Ist jetzt jemand in diesem Moment bei uns? Ist hier eine Präsenz bei uns? In diesem Ort sollen sich mehrere Unfälle zugetragen haben. Ist das richtig? Mhm. Bei Unfällen fangen wir an, ne? Oh. Was ist denn genau hier passiert? Zwei, drei Tote. Okay. Hab ich jetzt sofort stehen? Auf jeden Fall 2, 3. Was ist denn genau hier passiert? Was fragen wir so um, sind hier wirklich Menschen verunglückt? Ich spüre ein bisschen, ja.
Gott, das war jetzt nochmal ganz klar. Aber das war jetzt schon gruselig. Und Bert! Ist dein Name Bert? Was möchtest du uns mitteilen? Kennt man vielleicht? Und davor war Verdünne. Also. Schrei. Kannst du dieses, wir haben ja ein EMF gedreht. Wenn du hier bei uns bist und dich dem Gerät näherst, dann schlägt das aus. Aufpassen. Kannst du dich bitte noch einmal dem Gerät nähern, damit das ausschlägt? Boah. Alter, auf Ansage. Ohne Shit. Enten, Pelle. Dankeschön. Kannst du das nochmal machen? Kannst du nochmal diesem Gerät dich nähern? Ja, ist ein Geruch. Ausschlag. Was auch das ist, es muss nur so still. Ne? Du hörst zwischendurch mal was, aber sonst totenstill. Vieles. Da ist vieles, wenn man das sagt. Sind hier noch mehrere anwesend? Zum Teil. Habe ich auch verstanden. Das hab ich auch verstanden, ne? Wie viele sind denn hier? Ich sollte mir nochmal das andere Gerät auch nochmal gucken. Pass auf, wir bauen den um. Ist hier gerade jemand bei uns? Ich habe jetzt Gott verstanden. Wer seid ihr denn? Wir sind hier, habe ich verstanden. Wer ist hier? Hast du einen Namen? Nenne uns deinen Namen. Helmut! Ja, was denn? Du wolltest einen Namen. Was ist hier passiert? Kannst du uns dazu etwas sagen? Hier soll ein Unfall passiert sein. Kannst du uns dazu was sagen? Du kannst uns gerne erzählen. Wir sind hier, um dir zuzuhören.
Boah. Das ist das andere Gerät. Da kam Hör auf oder so was. Wir haben hier mehrere Geräte, um den Kontakt mit euch zu bekommen. Lüge. Jetzt ist alles durcheinander. Jetzt machen wir mal, wir machen den mal eben aus. Weil wir jetzt Kontakt mit dem hier haben. Was willst du uns sagen? Was ist das hier? Krähen kommen von überall. An? Hab ich jetzt nicht verstanden. Ich glaube, es ist kein gutes Zeichen. Vor allem genau bei uns, über dem Kopf, ne? Ja. Also ich finde das echt ein bisschen creepy gerade hier. Okay. Also seitdem wir angefangen haben, sind die jetzt auch hier. Ihr könnt mit uns reden. Wollt ihr uns noch etwas sagen? Klopfen. Shit, was ist denn hier los, ey? Kommt von da hinten. Bin. Bin. Gehen. Oh Leute, ich glaube, wir sollten besser einpacken. Wenn die das schon sagen, würde ich sagen. Clary, du machst noch Fotos, was haben wir hier alles erlebt? Also ich bin total nervös gerade. Also ich habe das Gefühl, dass hier irgendwo noch irgendjemand ist. Also das ist total ekelhaft. Du weißt eben dieses Klopfen, ja, und dann immer so die Krähen, die auf einmal kamen und dann kam Geht. Ja. Und die Krähen waren auch erst da, wo wir hier angefangen haben. Ne? Dann müssen wir diesen Ort öfter mal besuchen, aber wir sind jetzt zum ersten Mal auch hier. Ja. Wir haben keine Ahnung von diesem Ort. Vielleicht ist euch Zuschauern ja irgendwas aufgefallen, was wir bisher noch nicht gesehen haben. Lost Places. Ich finde es hier echt gruselig. Ich fühle mich hier auch irgendwie, weiß ich nicht, ekelhaft.